Erneut allein durchkämmte Ermac die labyrinthischen Gänge von Shao Kahns alter Festung, auf der Suche nach dem Ursprung einer schwachen Stimme, die ihn rief. Plötzlich strich ein Hauch von Staub über seine Brust und entriss ihm eine seiner vielen Seelen. Der Staub nahm die Form eines Mannes an, der begann, Seele um Seele zu verschlingen. Als der geschwächte Ermac hilflos aufblickte, erkannte er die geheimnisvolle Gestalt. Es war der Zauberer Shang Tsung, zurückgekehrt von den Toten.